Meine Freunde Andi hier. Hi, willkommen zu meinem Format. Lass mich dir was zeigen. Normalerweise höre ich auf meinem Channel Musik, die ich nicht kenne. Ja, und jetzt invertieren wir das gerade. Also ich zeige dir Mucke, die ich ganz geil finde. Das wiederum kenne ich nicht. Das ist wirklich eine First Reaction, First Time Reaction zu Our Mirage. Farewell, das ist eine deutsche Band aus NRW kommen, die glaube ich habe die letztes Jahr auf dem Fallen Fortress und bei Dürkheim zum ersten Mal gesehen, live gesehen und fand die richtig geil. Und dann habe ich gedacht, okay, ich check jetzt mal den neuen Song gemeinsam mit dir raus. Also lass mich dir mal was zeigen und die Band zeigt mir mal was, nämlich ihren neuen Song Farewell und wir hören mal rein. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was jetzt uns erwarten mag, meine Freunde. Abfahrt. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Oh, das ist genau mein Ding. I apologize to everyone. But I just couldn't stay and carry on. Ey, du brauchst ihn nicht zu entschuldigen, Alter. Das ist Timo. Das ist wirklich nice. Der Sänger heißt Timo. Bin ich mir halbwegs sicher, oh mein Gott, gefährliches Halbwissen, aber der Song ist auf jeden Fall schon ein Banger, der Opener. Ich habe eben gedacht, oh, wie hört sich denn das an? Super fortschrittlich, super modern irgendwie, so auch ein bisschen gelayert alles, saugeil irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin dann gerade voll gecatcht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das holt mich mega ab, das huckt mich extrem rein, Angel wurde ausgeworfen, dude, kleine Angel wurde reingehuckt. Ey, das ist mega, das hört sich so, ich bin gespannt, ich will die Hook hören. Wie gut ist das denn? Ich dachte eben an Fallout Boy. Als bestes Kompliment, dass man wirklich nur so sagen kann. Ich dachte eben so, ey, die Hook ist, der Chorus ist wirklich krass. Eben so Pre-Chorus, so die ersten paar Sekunden vorher, habe ich gedacht, oh, was ist denn das? Und auch hier ganz ehrlich, ganz kurz, dieses Video ist geil gedreht, auch mit den Kontrasten farblich, ne, cinematografisch, das ist wirklich sehr, sehr ästhetisch und schön. Aber das Ding, ich habe ja gesagt, ich will die Hook hören, ich will den Chorus hören. Die hookt so krass extrem rein. Und hier Pre. Wow. Was ist das? Wow. Ey, was für ein Banger. Ey, ohne Witz, was ist denn das für ein Banger? Ich bin ganz ehrlich, das Ding kommt safe auf meine Playliste. Das ist so geil, der Song. Es hört sich wirklich wie ein Hardcore, also wirklich wie ein härteres Fallout Boy an, so wie ich mir das immer gewünscht hätte. Trotzdem, die Melodie ist drin. Die, Alter, das Ding ist so Chorus. Ich weiß nicht, was es ist, aber das geht richtig nach vorne. Das ist mal Vollgas. Das ist wirklich Pedal to the Metal. Das ist wirklich richtig Metal. Das ist richtig, das ist ein Banger. Oh, das ist schön. Ganz ehrlich, sorry, aber die Hook ist einfach so gefühlvoll gesungen. Und schaut mal gerne auch auf dem Originalvideo vorbei. Haut mal den Jungs paar ein bisschen Liebe raus, ja. Die Hook, der Chorus ist so gefühlvoll gesungen, was mich persönlich echt gerade
mit so einem offenen Mund dastehen lässt, weil damit hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Zwischenzeitlich habe ich so ein bisschen Flashbacks an Annie's Okay, aber dann trotzdem noch, finde ich, bringt die Band hier ihre eigene Note mit rein, aber so geil, dass ich das Gefühl habe, das lässt den Song atmen, weißt du? Das klingt irgendwie durch den Chorus, der sich dann so öffnet, in meinen Ohren klingt der so grandios, so cineastisch, so. Und dann noch mit, wie gesagt, von Timo so mit seiner Stimme so darüber, so krass gefühlvoll. Also das ist das, was ich eigentlich mag, so, weißt du, so zwar Geballer kurzfristig und auch geiles Geschaute, aber dann die Cleans so gut eingesetzt, dass du das Gefühl hast, du kannst dich da wirklich so in diesen Song reinfallen lassen, weißt du, wie so ein weiches Wölkchen, das dich dann so hinvorträgt, musikalisch gesehen. Und das ist wirklich geil. Ich liebe die Bands. Ey, haben die da, ist das AI-supported oder so? Teilweise habe ich gedacht, so mit diesen, ist das irgendwie noch nachbearbeitet mit AI oder so? Aber lass uns da noch ganz kurz zurück an den Part. Ey, das macht was mit mir. Guck mal mir in die Augen so. So sehen Augen aus, die sich freuen. Ich bin completely in love damit. Achtung, hier die. Wow, geil. Architects kommen ins Game rein. Ey, wie viele Bands sind hier noch drunter verpackt? Ey, das ist so geil. Ich denke mir gerade so, zum Schluss hat es mich so krass an Architects erinnert. Was waren das, ey? Animals? Nee, shit, wie hießen da? Ich glaube Animals, oder? Animals? Also, ihr wisst, was ich meine. Andi. Dieses Riff, ganz zum Schluss. Aber so gut. Bauen wir? Oder was kommt jetzt? Ey, wir bauen doch. Safe bauen wir. Okay, ich bin ready. Ich bin nicht ready. Was kommt? Oh, nee. Das ist ein Thema, wir bauen. Ich war safe davon überzeugt, dass hier jetzt nicht so ein Fade-Out kommt, sondern das. Aber hey, das ist irgendwie auch clever gemacht, muss ich sagen. Weil die Spannung wird noch bis zum Schluss hochgehalten. Und ich habe gedacht, hier habe ich wirklich gedacht. Aber. Weißt du, was auch schön an der ganzen Sache ist? Es ist halt einfach kein typischer Breakdown oder so, ne? Es ist kein typisches Ding. Keine typische Songstruktur in dem Sinne, weil ich habe immer noch so im Hinterkopf gehabt, okay, was passiert jetzt, ja? Kommt da noch irgendwie mal ein kleiner Mini-Breakdown ganz zum Schluss, bevor der Song zu Ende ist, oder passiert hier noch was? Und das lässt so die Spannung hoch, oder ich bin ein bisschen wirklich krass geflasht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme nicht klar, der Song ist wirklich geil, ist ein Banger straight up, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mehr von der Band erfahren, ich finde die wirklich so geil. Und das hat die perfekte Mischung für mich persönlich gehabt, zwischen Cleans, zwischen Shouts, musikalisch, krasse Riffs, geile Atmosphäre, die gebaut wurde. Wie gesagt, auch das Video an sich finde ich sehr, sehr ansprechend. Ich liebe solche Performance-Videos mit so Licht und Kontrasten, und teilweise bin ich mir ziemlich sicher, wurde hier noch AI mit reingenommen, so supportive, so zwischen den Shots und so, sieht wirklich sehr, sehr cool aus, aber es hört sich noch viel besser an. Und Freunde, das ist immer das Beste, ja? Wenn die Mucke geiler ist als das Musikvideo, muss man auch mal so sagen, ich bin completely lost.
Das ist wirklich so ein schöner Song. Es hat wirklich mit mir was gemacht und ich hoffe, ich konnte dir was zeigen. Deswegen lass mich dir mal das nächste Mal auch was zeigen, wenn es wieder heißt hier LMDWZ. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde, euer Andi. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und supportet mal Our Mirage. Das ist wirklich eine coole Band. Bis dann. Ciao, ciao.